Alter, ich hatte noch nie so Angst, kurz vor 8 noch auf der Autobahn zu sein. 20 Uhr muss man zu Hause sein, Ausgangssperre, Mausgangssperre. Ich, der noch 20 Kilometer von zu Hause weg ist. Aber ich sag's euch, es war eh schon vorbei. Egal ob 100er-Zone oder nicht, ich bin mit 140 durchgebumst. Weil ich meine, es ist egal. Entweder Polizei hinter dir, was machen sie um diese Uhrzeit noch draußen? Oder was machen sie um diese Uhrzeit noch so schnell hier draußen? Und ich genieße in der Zeit meinen Döner. Ihr kleinen Eiercracker, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, es ist lange her. TikTok, MikTok, Minstagram, Instagram. Ich habe mal wieder die besten Instagram-Videos herausgefunden, die ich heute präsentieren werde. Es gibt Jungs, die haben keine Eier, Mädchen anzusprechen. Und es gibt Mädchen, die sind zu schüchtern, um Jungs anzusprechen. Fühl ich, yeah. Rhythmus, Rhyme, Mime, alles perfekt, Digga. Fühl ich, werd doch einfach Rapper. Schlechter als Mero kann's eh nicht werden. Ich will fliegen. We in Bayern, we have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment in der Schule kennt. So, ihr macht einen Witz und niemand lacht. Und ihr denkt euch so, scheiße, war's zu leise? Soll ich's nochmal wiederholen oder nicht? Weißt du, ihr habt schon so Herzrasen, Herz auf 180. Dann sagt ihr einfach den Witz nochmal. Und irgend so ein Typ von der letzten Reihe, den Witz hast du schon mal erzählt, hat dein Maul, du Hure. Das war's, Digga. Kannst direkt in ein anderes Land ziehen. Ihr seid bei den Nuttenkindern mehr nicht. Und was bist du? Deine Mutter. Kennt ihr dieses Meme? Da ist so eine schwangere Frau, die hat so ein Glas Wein in der Hand und raucht. Und da steht so: It does not affect my baby. 12 Jahre später. Deine Mutter. Guck mal, wenn ich das sehe, die hat fette Titten, hat Erfolg. Ich hab fette Titten, ich hab keinen Erfolg. Ah, Digga. So ist das System, Bruder. So ist das System. Junge, die verdient mit ihren fette Titten, hat einen Haufen Geld auf ihrem OnlyFans-Account, Digga. Jo, aber wer gibt auch wirklich 15 Euro im Monat für sowas aus, dass man ihre Bilder sehen kann? Uff, nun, wie soll ich sagen? Da kann ich mal wieder nur herzlichst gratulieren. Das ist einfach Karma, Alter. Ich hatte das auch schon mal. Weißt du, so ich brette auf der Autobahn eh schon 220 und dann kommt so einer mit seinem, keine Ahnung was, Opel Corsa angedüst, meint 221 zu fahren und gibt dann so Lichthupe, Michthupe. Hey, mach Platz mit deinem Pinguin, Alter, bevor ich dich umhau. Ich schwör's dir, Alter, kleine Pissalle. Ja, Mann. Genau so geht man mit seinen Fans um. Kleine Junge, Digga. Der kleine Junge, der dachte sich nach der Aktion: Ich höre nie wieder. In meinem Penthouse, nein, morgen, in meinem. Was? Hä? Woher kommt das Ding? Er fliegt auf einmal Kühlschrank aufs Auto. Das Eiskratzen hat sich dann wohl in dem Fall auch erledigt. Stehst du auf Pfirsich oder auf Kirschen? Safe auf Ja, Pfirsich. der Pfirsich, Leute, das Weißt ist der du, ich liebe Pfirsich. dich. Ja, bist du. Nein, auf Pfirsich, auf Kirschen. Oh mein Gott, ist das cringe, blöd. Oh mein Gott, ist das cringe. Na. Okay, das darf ich lieber nicht sagen, weil sonst guckt meine Mutter wieder das Video und danach gibt's Schläge. Was ist das, Alter? Guck mal, der Typ hat doch mal auf Instagram gesagt: Ey, ihr seht alle hässlich aus, ich bin der King of TikTok. Du bist ein, könntest so einer von den Chipmunks sein. Arsch oder Kirschen. Ich sag's nur ungern, also eigentlich sage ich's gern. Das Video ist vorbei, haut ein Like rein. Hat sich nicht gereimt, scheißegal, frohe Weihnachten.